Hey da, was geht ab, Leute? Hier. Wenn ihr dieses Video hier seht, dann ist wieder C-Day. C-Day Vollgügel. Sechsfach Sternstaub mit Sternstück. Und Doppel-EP gibt's auch noch fürs Fangen. Also geht's raus? Nee. Checkt das dieses Video hier ab. Und dann geht's raus. 11 bis 14 Uhr. Gönnt euch ein paar Shiny Vollgügel und gönnt euch den Staub. Aber genau wie beim letzten Community Day beantworte ich heute wieder ein paar Fragen von meiner Community. Da haben wir als erstes von Stefan Knulli. Er fragt, was eigentlich mit Julian passiert? Ja, nix. Julian, krasser YouTuber, Shoutout an Julian. Am besten fragt ihn selber. Aber Pokémon Go war immer nur sein Zweitkanal. Er hat einen krassen Hauptkanal und der geht krass ab. FIFA, schaut dort vorbei, falls euch FIFA interessiert. Aber dementsprechend keine Zeit für Pokémon Go. FIFA ist serious business für ihn. Und was für ein serious business, also es geht echt krass ab bei ihm. Und der IV Battle war cool, der war auf jeden Fall Hammer. War echt eine geile Idee, eine geile Aktion. Nächste Frage von Haki. Was hältst du davon, dass Niantic die Shiny-Rate so weit oben hatte bei den neuen Shiny-Pokémon? Sind Shiny-Pokémon noch selten? Die sind noch selten, ja. Aber jetzt für Pinsir auf jeden Fall erhöht. Und auch Dragossa und Punita. Höher als sonst, weil... Ja, ich hatte davor eigentlich schon länger keinen mehr. Aber Pinsir hatte ich 6, 7 Stück. 2 Punita, 1 Dragossa. Aber auch nur subjektiv. Ich kenne auch viele, die haben keine bekommen. Dementsprechend, ich kann schon sagen, wahrscheinlich schon ein bisschen höher, aber immer noch selten genug. Außerdem haben Shinies eh so eine komische, wie nennt man das, Rangliste der Häufigkeit. Da ist zum Beispiel ganz oben C-Day, das sind die häufigsten Shinies. Dann kommen Safari-Zonen, da spawnen die ja in Massen und dann kommt, keine Ahnung, irgendwie so Events und dann Raids und dann Wild oder irgendwie sowas wahrscheinlich. Nächste Frage von iKironix. Hoffst du, dass es bald wieder Safari-Zonen oder ähnliche Events in Deutschland und Umgebung gibt? Jedes Jahr halt. 2018 war schon. Wenn, dann müssen wir auf 2019 warten. Ich bin auf jeden Fall am Start. Europaweit, sage ich mal. Für weitere Ziele müssen wir eher schauen, aber ich denke auf jeden Fall 2019 in Deutschland wird auf jeden Fall wieder was stattfinden. Frage von das wilde Arktos LOL. Wow. Ein Name, oder? Was hältst du? Da fehlt es davon. Wenn es mal ein Kapodos Ziel geben würde. Fände ich, ehrlich gesagt, ziemlich schlecht. Ich habe schon eine Menge Shiny Kapodor. Ich habe haufenweise Gyarados, haufenweise Kapodor Bonbons. Das ist eines der Pokémon, das mich komplett null interessieren würde. Ich habe einen Lucky Kapodor, ich habe einen Lucky Gyarados, Shiny Gyarados. Ich habe da alles. Ungelogen 1500er. Also daran habe ich echt absolut kein Interesse. Frage von The Hunter. Ask Kong, hast du noch Legacy Gyarados, Lapras oder Dragon? Ja, ja und ja, aber Legacy Movesets interessieren mich eigentlich kaum. Aber irgendwelche Legacy-Kombinationen von den drei habe ich auf jeden Fall noch am Start. Frage von Campani. Wie sollen deine Kekse sein? Salzig, süß oder? Wäre nett, wenn du meine Frage beantwortest. Auf jeden Fall süß, oder? Richtig schön weich und saftig und süß. Keine Werbung, nicht gesponsert, aber bei Aldi habe ich vor kurzem klasse Kekse entdeckt. 2 Euro für 3 Kekse und die sind echt krasser als die von Subway. Also ziemlich gut, kann ich nur weiterempfehlen. Frage von das süße Baby. Heong? Okay, erstmal bester YouTuber, danke dir, Mann. Und wollte dich mal fragen, ob du denkst, dass man auch bald trainen kann, ohne nebeneinander zu stehen? Nein, niemals. Weil sonst könnte man seine Pokémon verkaufen. Dann könntest du auf eBay reinschreiben, hey, verkaufe Shiny Lugia oder so. Und dann kaufen das Leute und dann könnt ihr miteinander tauschen, ohne dass ihr nebeneinander stehen müsst. Also das haben die so eingeführt. Für einen Grund, und das ist der Grund, dass man seine Pokémon nicht verkaufen kann. Okay, jetzt sagt ihr aber, okay, die IVs verändern sich, das ist ja eigentlich egal, aber ja, dadurch kann man es halt nicht so teuer verkaufen, weil 100er irgendwas könnte man natürlich jetzt richtig krass teuer verkaufen, wenn man einfach so mit jedem auf der Welt tauschen könnte und es garantiert 100 bleibt, aber es gäbe immer noch genug Pokémon, die man tauschen könnte, auch wenn die IV nicht garantiert ist. Ich würde, also nicht ich, aber man könnte jetzt zum Beispiel, ich als Lucky Jäger, der sein Pokédex Lucky haben will, könnte jetzt zum Beispiel irgendein Australier anschreiben und sagen, hey, ich gebe dir 50 Euro, tausch mir so viele, okay, nicht Australier, Neuseeländer, tausch mir so viele Relikant, bis ich einen Relikant Lucky habe und wir müssen halt nicht nebeneinander stehen. Also solche Services könnte man zum Beispiel anbieten und deswegen hat Niantic das verboten. Frage von Spielevlogs. Hast du bis jetzt ein gutes Shiny gefangen von den IV her? C-Day Bisasam, 96% Shiny mit der C-Day-Attacke. Mein Bestes bisher. Abgesehen davon habe ich kein einziges anderes Shiny, das überhaupt den besten Satz hat. Das einzig gute Shiny von mir, das Bisaflor.
Und die andere Frage, die ignoriere ich mal. Und ansonsten war es das auch schon wieder. Eine Menge Fragen, aber nur so Fragen, die mir nicht gefallen, wie: Was denkst du, wird der nächste C-Day? Was denkst du, wird der nächste Legendäre? Allgemeine Antwort drauf: Weiß ich nicht. Mir egal. Ich nehme das, was kommen wird. Ich habe meinen Spaß. Wir können es uns eh nicht aussuchen, dementsprechend. Ich habe keine Ahnung, Alter. Ich bin kein Orakel hier. Ja, ich denke mal, das war's von mir und von den Fragen der Community. Für den Community Day. Viel Spaß noch, viel Erfolg beim C-Day später. Gönnt euch den Staub, wie gesagt. Gönnt euch ein paar shiny Vollgiegel. Attacke ist nicht schlecht, lohe Kanonade. Abgesehen davon, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.